Also, ich springe jetzt erst einmal hier hoch. Höchste. Und lass mich hier runter. Hier kommen jetzt nochmal ganze 6 Schneeleoparden auf uns zu. Die ersten beiden trigger ich mal. Die kann man wieder bequem von hier oben abknipsen. Das ist überhaupt kein Problem. So, den anderen da hinten auch noch. Wow. Der kam mir gefährlich nahe. So, jetzt springen wir rückwärts hier entlang, denn dort werden wir gleich sehen, wie zwei weitere spawnen. Weitere Rückwärtssaltos. Das war knapp, aber es geht perfekt auf. So, was wir dann noch hätten ist, wir hätten hier nochmal Schneeleoparden. Ich sage ja, 6 Stück an der Zahl. Kann man auch bequem so abknipsen. Man darf nur nicht vergessen, immer mal wieder Steuerung loszulassen und neu anzuschlagen, damit man das Ziel wechselt, sonst schießt Lara ja weiterhin auf die Toten. Was irgendwie nichts bringt, denn Tote als tot geht nicht. Hier, ich habe mich seit gestern gar nicht umgeschaut, glaube ich. Ich glaube, hier liegt keine Munition, nirgends. So. Dann müssen wir hier runter. Ach stimmt, da oben kommen wir nochmal hin. Ich habe mich nur gerade gewundert. Dann müssen wir hier runter und dort eine weitere tibetanische Maske aufheben. Das ist heute ein bisschen im Walkthrough-Stil, ne? Und wie gesagt, ich spiele hier mit Tastatur, weil ich, keine Ahnung, ich kenne es nicht anders. Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr macht. Vielleicht habe ich das schon letzte Folge erwähnt. Es könnte durchaus sein, dass wir schon in Folge 2 sind. Ihr wisst's, ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch noch wissen dann. So, hier sind Gegner, die erledigen wir mit den Automatics. Na? Ja, da muss man sich ein bisschen verschanzen. Es ist wieder ein wenig Taktik und Finesse und was nicht alle. Wir können uns natürlich auch hier hinter diesem Block verstecken. Dann sehen wir ja, wenn sie kommen. Die können uns ganz schön zurichten. Ich habe die gestern tatsächlich ohne Schaden erledigt. Ich frage mich echt immer noch, wie ich das hinbekommen habe. Das war irgendwie, das war Glück. Das war ein bisschen Glück, wie sie gelaufen sind einfach. Ich habe keine Ahnung, wie das hier zuverlässig funktioniert. Aber einfach nur, um zu zeigen, wie es klappen kann, blende ich es hier nochmal ein, wie ich es geschafft habe. Mein bester Vorschlag ist hier wirklich Trial and Error. So, dann können wir jetzt mit der zweiten tibetanischen Maske was anfangen. Und zwar können wir wieder die wieder wo einsetzen. Oh, übrigens, hier oben liegen Schneebälle. Die muss man nochmal speziell triggern, indem man auf diese Plattform hier geht. Es kann nämlich sein, dass wenn ihr hier nur rausrennt, dann dahinter ausweicht, wieder rausgeht, euch hier an der Seite hochzieht, aber nie hier über diese Felder gelaufen seid, dass dann da oben die Schneebälle einfach noch nicht gerollt sind. Das ist mir gestern passiert. Die liegen dann da vor der Türe. Das ist jetzt nicht schlimm, das wird nur irgendwann mal nervig. Ihr müsst die, glaube ich, sogar. Entweder kann man einfach dann durchlaufen oder ihr müsst die triggern nochmal. Ist eigentlich kein großer Akt. Ist nur irgendwie ein bisschen lustig. Hier ist ein kleiner Hinweis für das letzte Secret des Levels. Denn man kann hier weiter hochklettern an dieser Wand. Das soll uns zeigen, dass es auch bekletterbare Wände gibt. Die müssen wir kennen für das letzte Secret. Hier ist wahrscheinlich so der erste Hinweis darauf gelegt worden. So, hey Spieler, pass mal auf. Du kannst auch an der Wand hochklettern, wenn du es versuchst. So sieht eine bekletterbare Wand aus. Das haben sie hier gezeigt. Da oben liegen die Granaten, die ich vorhin erwähnt habe. Und hier müssen jetzt die zweite Maske einsetzen.
Das. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? 1283. Jetzt passt mal auf, das Komische ist nämlich, wenn wir den Safe laden, den ich hier gestern gemacht habe, das war der falsche Safe. Dann seht ihr, ich habe wesentlich mehr Munition und ich habe keine Ahnung, was ich übersehen habe. Oder wo ich es anders verwendet hätte. Okay, einfach nur um Klarheit zu schaffen. Ich weiß mittlerweile, was ich angestellt habe. Und zwar habe ich zu Beginn der Aufnahme nicht den Safe vom Anfang dieses Levels geladen, sondern ich habe den Safe vom Anfang des vorherigen Levels genommen und habe den geladen, von dort aus einen Levelskip ausgeführt und dann und nur dann bekommt man die Kamerafahrt, die ihr hier gerade seht. Wenn man vom vorherigen Level aus in dieses erste reinkommt. Hätte ich einfach nur einen Safe vom Anfang dieses Levels geladen, wäre die Kamera irgendwo hinter Lara gewesen. Da ich die Kamerafahrt aber ganz schön fand, wollte ich sie irgendwie drin haben. Dann habe ich logischerweise nicht den Safe vom Anfang dieses Levels neu geladen, weil es ergibt ja keinen Sinn. Was ich jetzt tue, hier gerade, was ich aufnehme, hat keinen Einfluss auf den Safe, den wir am Anfang des nächsten Levels haben werden. Deswegen habe ich einfach das Neuladen gelassen und logischerweise hatte ich jetzt aber nur so viel Munition, wie ich halt zu Beginn des Klosters von Bakang hatte. Deswegen auch weniger M16 Munition in der letzten Folge und jetzt weniger Automatik Munition. Mir ist es echt nicht aufgefallen in der Aufnahme, aber ich fand es ganz lustig, jetzt das nochmal erwähnt zu haben. Okay, was sein kann, ist, dass ich die beiden letzten Gegner, die ich mit Automatiks jetzt besiegt habe, dass ich die mit Pistolen besiegt habe, aber ich weiß es nicht, oder nur teilweise mit Automatiks. Ist mir auf jeden Fall ein Rätsel, wie dieser große Unterschied zustande kommt, weil ich habe echt nichts übersehen. Oder echt nichts anders gemacht als gestern. Dieser Raum ist auf jeden Fall einer der gruseligeren. Und Moment, ich brauche einen kurzen Schnitt. Mir stand da was von der Lippe ab, deswegen der kleine Schnitt. Dieser Raum hier ist ziemlich gruselig tatsächlich für Tomb Raider generell. Wir müssen. Nein, wir stehen noch nicht an der Kante. Hier ist die Kante. Dann müssen wir einmal hier rüber springen. Noch einmal diesen Hebel ziehen. Und laufen. Laufen um unser Leben. Raus aus dieser Grube. Aus dieser Todesgrube. Leute. Ich glaube, in diesem Raum sind vier Yetis oder so. Da seht ihr sie, die Kellerkinder. Gleich kommen sie raus. So. Mein bester Tipp ist wirklich hier zurückspringen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Fragt mich nicht warum. Aber, ja, gerade haben wir ein bisschen Schaden genommen. Aber ansonsten relativ zuverlässig sogar. Und wenn jetzt hier welche noch nicht rausgerannt sind, dann sind die erfahrungsgemäß in einer ganz gewissen Ecke dieses Raumes. Und zwar, lass mich kurz zeigen. Hier, nein. Dann dort drüben. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum rennen die da und kommen nicht zu uns? Wie kann das sein? Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber richtig. Hier ist gewissermaßen eine einseitige Wand. Ich kann so rum nicht durchlaufen, aber andersrum. Und ich verstehe nicht ganz, warum das so geht, aber es ist so. Und es hilft uns dabei, die Yetis zu besiegen, also werde ich mich auch nicht beschweren. Gut. Dann auf der anderen Seite lagen ebenfalls noch ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht, was genau. Lag hier Automatikmunition. Aber die kann. Mich verwirrt es immer noch ein wenig. Vermutlich ist es wirklich einfach nur, dass ich die Gegner ein bisschen mehr mit Pistolen besiegt habe. Nur mich wundert trotzdem, dass ich. Naja. Oh, auch so eine Sache. Mich wundert halt trotzdem, dass ich jetzt weniger Munition hatte. Da oben habt ihr es gerade gesehen, da ist auch wieder dieser Grafikglitch mit den 1000, wo sich halt alles dupliziert irgendwie und man alles doppelt und dreifach sieht, ohne dass man besoffen ist. Hier, seht ihr das? Ich habe keine Ahnung wieso. Dann hätten wir hier ein kleines Rätsel, woran ich gestern ein wenig saß, weil ich habe es nicht sofort gerafft. Das hier ist eine Kiste.
Das hier ist eine Kiste, die kann man ziehen. Das haben Kisten so an sich. Das ist das mit der Kiste, könnte man auch sagen. So, die kann man auch schieben. Ja, und wir alle mögen Kistenrätsel. Wie oft noch? Mehr Kistenrätsel. Was wäre Tomb Raider ohne Kistenrätsel? Soll ich es euch sagen? Ein schnelllebigeres Spiel. So, die müssen wir hier drunter schieben. Denn, meine Lieben, wenn wir hier hineingehen und den Hebel dort hinten ziehen, dann würde. Oh, ich höre Schritte. Haha. Dann würde im Normalfall diese Gitter würden dann alle wieder runtergehen und wir wären hier drin gefangen. Und ich hätte keinen Plan, wie wir rauskommen. So, hier liegen nochmal Granaten, die nicht vergessen. Das ist mir gestern tatsächlich lange Zeit passiert. Im Safe, den ich letztendlich gespeichert habe, dann nicht mehr. So. Hier diese M16 werde ich verwenden, um dort oben die Gegner zu erledigen, die mir verdammt viel Schaden machen werden. Wie gesagt, ich habe an den Yetis Schaden genommen. Ich weiß nicht, warum genau. So, der hat mir relativ wenig Schaden gemacht sogar. Normalerweise hatte ich am Ende dieses Fights, ja, kein Leben mehr.